Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Wir sind immer noch in dieser, ich nenne sie jetzt mal Höhlenstadt, weil ich den Namen vergessen habe. Kappadokien, Entschuldigung. Sorry. Und wir haben letztes Mal diesen einen Räuber, Spionin befreit. Und wir wollen jetzt mal zum nächsten Missionspunkt kommen. Wir können da unten aber nicht lang, weil da Wachen stehen. Das ist nicht so gut. Deshalb gehen wir hier über den Kletterparcours. Ihr wollt es doch. Drücke hier, um einzukaufen. Ach so, der verkauft eine Bomben oder so. Ne? So. So, ich glaube, wir finden uns hier auf der richtigen Ebene. Ist das hier eine Kirche oder was? Ne. Okay. Sprechen. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janos, wir müssen ihm helfen. Der Abtrünnige. Shakulu foltert die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Attentat. Shakulu eliminieren. Easy. Sicherheit. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Alter! Du wirst nicht dein Leben verlieren. Bitte, auch wenn ich nur gewusst hätte. Easy. Out!
Aus, Alter. Wie viel hält der Spaß denn aus? Ich will nicht mehr. Sind Joker, Shadilara. Könnt ihr gehen? Yvette. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Ben, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. Prozent Synchronisation. Janos darf nicht mehr als die Hälfte an Leben verlieren, haben wir geschafft. Und ab geht's zum nächsten Missionspunkt. Das ist Schießpulver, kein Mehl. Verstanden. Die Waffen der Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager ein und zerstören Sie das Schießpulver. Akzeptieren. Los! Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Wo trägt man solche Mäntel? Will ich fahren? Los, los! Oh.
Hä? Und wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss vielleicht weiter hochlaufen, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und davon eine Menge. Bam. Easy. 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 Ich kenne den Mann. Verdammt, er kommt uns. Jawohl. Keinen Schaden nehmen, 50% Synchronisation. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger, Soldaten, wahrt die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Kurayo, seid standhaft. Lasst niemanden eure... Oh, Skatter, haltet den Mann. Legt ihn nieder. Der letzte Palaiologos. Manuel Palaiologos versucht, seine Leute im Chaos der Explosionen zu beruhigen, eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Massia-Schlüssel zu beschaffen. Keine Gesundheit verlieren, ist die volle Synchronisation akzeptieren. Ich hab ihn hier drüben! Warnung, Entfernung vom Ziel verringern. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlacker. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt. Und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? Oh.
Easy. Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman, Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Wasserschlüssel erhalten und 1800. Volle Synchronisation gescheitert, keine Gesundheit. Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden, in denen Vater gegen Sohn steht und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bring euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Flucht. Die Templer nun unter Führung von Prinz Ahmed drohen, Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie... Was? Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Nicht mehr als Easy. Jetzt müssen wir die Flucht... Jetzt fliehen wir wieder. Wir sind episch dorthin gereist mit Feuern und Flammen und jetzt müssen wir wieder fliehen. Mit Feuern und Flammen fliehen wir auch wieder, denke ich mal. Greif schon an! Schlag zu! Was wir da schon gefunden haben. Ah, ich muss Daten fragen. Kurz noch plündern. Ja.
Ah ja, wie soll man da auch nicht die... Das sind wir vielleicht Schlaumeier, Alter. Zum Schiff zurückkehren. Ja. Wollt ihr ernsthaft jetzt alle nochmal auf die Fresse kassieren oder was? Ihr dummen Affen. Gott, hör zu, was immer ich auch verbrochen habe. Ich bereue es. Falsch, bitte! Verschont dieses kläckliche Leben! Ja, und jetzt habt ihr auf die Fresse kassiert. Der Schlüssel ist in unserer Hand. Lied aber ganz schön lange, hey. Oh. Niccolò Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Altair, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolò, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Die Polos in Sicherheit bringen. Bleibt dran. Hier lang. Kommt mit. Ich brauche Hilfe! Wir kriegen den Minister. Verdammt, er entkommt uns!
Ja, ist das jetzt ein Spielefehler oder was? Schneller, schneller! Los! Das Verbündeter verloren. Naja, was ist das für ein Fehler, wenn die einfach da stehen bleiben, Alter? Gut, dort lang. Auf. Vater, seid ihr verletzt? Ach, nur einen Moment. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Prozent Synchronisation, Stabübergabe. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli. Und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Sequenz 8. Das Ende einer Ära.
Und damit würde ich mich auch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktie bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore.